War eine ganz starke gemeinschaftliche Leistung, die wir heute auswärts gebracht haben, mit dem überragenden Jens Wortmann nach anfänglichen Problemen, aber das war heute sicherlich der Faktor, wodurch wir mit einer erfolgreichen Abwehrarbeit, mit vielen Glanztaten im Tor immer wieder unsere Führung behaupten konnten und mit einer gewissen Sicherheit und einem kleinen Polster von 2 bis 4 Toren den BRC auf Abstand halten konnten. Wir kommen nicht gut in das Spiel rein, haben 0-3 gleich zu Beginn. Das krasse Gegenteil von dem, was wir uns natürlich vorgenommen haben. Gerade zu Spielbeginn in der ersten Halbzeit kriegen wir Christian Nippes gar nicht aus dem Rückraum im Griff. Dann haben wir ihn stärker attackiert, dann fängt Viktor Szilagyi an, den wir nicht in den Griff kriegen. Aber Jens Wortmann, wie gesagt, läuft dann warm, die Abwehr stabilisiert sich und wir können vor allem über eine gute zweite Welle, auch eine gute schnelle Mitte in den ersten 20 Minuten relativ einfachere Tore gegen den Bergischen AC machen, die sonst eine fantastisch aggressive Abwehrarbeit dort hinbringen. Nach der Pause wirken wir etwas schläfrig, etwas pomadig im Angriff, sodass wir, glaube ich, die ersten 4 Angriffe gerade aus dem Rückraum zu leicht vergeben und das Spiel wird sehr schnell sehr eng. Wir haben in dieser Saison viele enge Vergleiche gehabt und auch hier beim 27-27 war eine fantastische Atmosphäre in der Unihalle und trotzdem haben wir mit vielen guten Aktionen, natürlich auch ein Quäntchen Glück am Ende, nur die Parade von Jens Wortmann oder Peter Strohsack, der sich nochmal nach einem Ball wirft, haben wir den Sieg hier nach Hause gebracht, wo in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen Franz Semper der Matchwinner für uns war. Wir sind natürlich glücklich, dass wir auswärts jetzt diese 2 Punkte verbuchen können. Danke. Ja, erstmal Glückwunsch nach Leipzig an Christian. Zu einem Sieg hier, der sicherlich auch verdient war. Weil wir nicht in unser Spiel gekommen sind, vor allem nicht in der ersten Halbzeit. Wir haben zwar relativ schnell 3-0 geführt, haben dann aber eigentlich das, was uns auszeichnet, nämlich eine Abwehr zu stellen, da über eine hohe Aggressivität zu kommen, das Spieltempo zu Hause zu bestimmen, das haben wir nicht geschafft, sondern das hat Leipzig bestimmt, das Tempo hier heute. Und sind dann so in viele stressige Situationen gekommen, haben dann in der 5-1 das besser gemacht als in der 3-3 am Anfang, haben dann auch nach der Halbzeit die Rückzugorganisation gegen den Übergang von der Halbposition besser in den Griff bekommen, hatten dann auch gerade Anfang zweiter Halbzeit gute Paraden von Jörg, die uns ins Spiel bringen und kommen dann eigentlich in das Spiel, dass wir sehr, sehr kämpferisch stecken, dass wir Ballgewinne haben, dass wir auch selber einfache Tore machen, dann die Emotionen mitnehmen in der Halle. Und dann in der Phase bei 27-27 ist es sicherlich so, dass wir dann eine Zeitstrafe kriegen, wo wir das besser verteidigen müssen in Überzahl und so dann Leipzig auch da wieder ins Spiel zurückbringen und dann die freien Bälle verwerfen. Insgesamt sind es natürlich zu viele Freie, für mich das aber nicht der entscheidende Faktor heute, sondern dass wir eigentlich in der ersten Halbzeit nicht das geschafft haben, was wir auf die Platte bringen wollten, nämlich selber über Abwehr, über unser Angriffsspiel, was sehr gut war über die ganzen 60 Minuten heute, haben viele gute Chancen kreiert im Positionsangriff, aber haben es halt nicht geschafft, über Abwehr das Tempo zu bestimmen. Und das hat Leipzig gemacht und deswegen geht das so in Ordnung. Ach, schönen Dank erstmal. Das war natürlich nochmal ganz, ganz wichtig, die nächsten beiden Punkte, die uns auch den rechnerischen Klassenerhalt entsprechend näher bringen. Man bekommt ja immer viele Schulterklopfer, wenn man es gefühlt schon geschafft hat, aber gefühlt ist halt nur die halbe Miete. Deswegen war es ganz wichtig, dass wir heute nochmal auch 10 Punkte nachlegen konnten und gerade, dass wir wieder Selbstvertrauen holen konnten nach der hohen Niederlage zu Hause gegen Gummersbach. Und ich bin noch ein bisschen geflasht, weil es ein Beispiel war, was irgendwie alles zu bieten hat. Da waren sie ins Publikum, 2 Mannschaften, die bis zur letzten Sekunde dort alles investiert haben in das Spiel. Das hätte bis zum Schluss nach beiden Seiten ausgehen können. Und ich bin auch wirklich beeindruckt von unserer Mannschaft, wenn hier 3000 Leute stehen, in Höllenlärm entfachen, wie sie dann beim Unentschieden wirklich cool geblieben ist, wie Jens nochmal hinten sich mobilisiert hat, wie dann einer unserer Jüngsten aus dem eigenen Stall auch noch dort sein Herz in der Hand nimmt und ganz, ganz wichtige Tore erzielt. Das sind einfach tolle Sachen, die uns weiter Mut geben, auch für die Zukunft. Jetzt bereiten wir uns auf das Spiel gegen die Füchse vor, dann können wir es dann endgültig fix machen. Ein großes Jubiläum auch zu feiern. Das wird also ein ganz besonderer Rahmen werden, auf das wir uns jetzt auch schon freuen.
Und den BHC drücke ich einfach am jetzt auch wieder die Daumen, dass er den Klassenerhalt wieder schaffen muss, wenn nächstes Jahr wieder herkommen kann. Dankeschön. Ja, schönen Abend. Glückwunsch an Christian und Carsten und SC Leipzig zum Sieg. Wir haben es heute verabsäumt, ein wenig uns Luft zu verschaffen in der unteren Tabellenregion. Letztlich war es so, dass einiges heute nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen ist, insbesondere im Deckungsbereich. Das ist schon angeklungen. Das ist halt ein entscheidender Faktor für uns ins Spiel zu kommen, hinzukommen, dass auf der anderen Seite ein Tormann stand, der 19 zum Teil fantastisch war, abgeliefert hat, inklusive 20 Meter. Er hat im Prinzip auch immer dann letztlich ein Save verzeichnet, wenn wir drauf und dran waren, anzukommen oder sogar in Führung zu gehen. Insofern ist das tatsächlich heute der entscheidende Mann gewesen, Jens Fortmann. Sogar die Disqualifikation hat uns nicht in die Karten gespielt, nur dass Franz Seppmann die Mannschaft gespielt hat, der dann 5 Tore gemacht hat, fast ein Stück. Also insofern war das heute ein Tag, der für uns einen Rückschlag bedeutet, aber für uns heißt es auch Kopf hoch und das Positive mitnehmen. Wir haben bis zum Schluss gefightet. Es hat heute nicht gereicht und daher Glückwunsch zum Sieg.